Ich begrüße euch ganz herzlich zu unserem diesmonatigen kleinen Spezial-Let's Play, wo ich nicht genau weiß, wie lange es gehen wird. Das lasse ich offen. Ja, erstmal zur Info: Das hier ist, wie der Titel schon sagt, ihr könnt es eventuell unten lesen, My Free Farm 2. Ich habe vor Ewigkeiten hierzu einen kleinen Let's Test gemacht, der relativ schlecht ausgefallen ist, glaube ich. Wieso mache ich das Ganze jetzt nochmal? Das ist jetzt diesmal kein Let's Test. Und zwar hat mich, ist es eine Firma? Oh Gott, ich rede mich hier im Kopf und Kragen. Jedenfalls die Firma, ich glaube, Firma Appius, die das Ganze ja vertreibt, unter anderem mit anderen Spielen auch, hat mich gefragt, ob ich nicht Lust habe zu einen der Spiele, die ich mir aussuchen konnte. Ich habe mich halt zu Frei, bei My Free Farm habe ich mich halt, ich habe mich für My Free Farm entschieden. Ob ich dazu nicht Lust hätte, ein kleines Let's Play zu machen, auf völliger freiwilliger Basis. Ich kriege hierfür kein Geld. Ich mache das vollkommen freiwillig, weil mir das Spiel gefällt. Das hier ist das Tutorial erstmal. Und zwar habe ich neben dieser tollen Chance, das Spiel zu spielen, nach was ich ja auch so regulär machen könnte, habe ich auch die Möglichkeit bekommen, durch euch mehr zu zeigen, weil sie mir als, ja, als Aufnehmer praktisch ein bisschen, wie soll man sagen, Geld zuschicken im Spiel. Dadurch habe ich halt die Möglichkeit, euch das besser zu zeigen, als wenn ich es privat spielen würde. Das sage ich jetzt schon mal vorab. Deswegen, es sind teilweise verkürzte Erntezeiten, weil ich damit überbrücke. Sonst müsste ich ja eine Folge irgendwie nur 5 Minuten lang machen. Und das wäre alles so ein bisschen unproduktiv fürs Video. Aber was ist für euch interessant an dieser Stelle, für alle, die das eventuell überlegen zu spielen oder vielleicht sagen, hey, ich spiele das sogar und es macht mir auch Spaß. Das soll es ja geben unter meinen Zuschauern. Ich verlose dafür auch etwas. Also Appius gibt mir dafür auch etwas zurück, was ich sehr, sehr toll finde. Ich freue mich sehr, an diesem auf diesem Kanal was verlosen zu können. Ich kriege Codes zugeschickt. Wie viele weiß ich nicht. Das kann ich jetzt momentan zu diesem Zeitpunkt noch nicht sagen, weil sie mir das noch nicht. Sie hat das erst beantragt und das kommt dann noch. Wie viele Codes es sind. Das werde ich aber definitiv nochmal veröffentlichen und preisgeben. Aber erstmal an dieser Stelle, Leute, es gibt ein Gewinnspiel zu My Free Farm 2. Das ist meine kleine Halloween-Überraschung, auch wenn das nicht so hundertprozentig passt, weil das kein Halloween-Spiel ist. Aber die ganze Verlosung wird bis zum 31. Oktober gehen. Uhrzeit gebe ich jetzt noch nicht fest, weil ich nicht weiß, wie ich das Ganze gestalte, weil ich nämlich am 31. Oktober gar nicht zu Hause bin. Eventuell werde ich bis 31. Oktober 12 Uhr mittags ansetzen, weil ich dort noch da bin. Aber das wird alles nochmal veröffentlicht, und zwar in Schriftform auf YouTube, auf Twitter wahrscheinlich, in Kurzform, aber auf Facebook und YouTube auf jeden Fall in der Langform. Und in diesem Video wird in der Beschreibung später, also ich denke mal, sobald ich die E-Mail von ihr habe, wenn ich die genauen Infos habe, definitiv die Gewinnspielteilnahme auch beschrieben sein. Erstmal grundlegend dazu: Wenn ihr am Gewinnspiel teilnehmen möchtet, dann wäre es super, wenn ihr das hier erstmal in die Kommentare schreibt, damit ich das direkt weiß. Ich würde es dann auch in einem Video definitiv auslosen, damit ihr nicht denkt, ich bescheiß irgendwie. Das würde ich auch aufnehmen. Wenn sich natürlich gar keiner meldet, dann ist es traurig. Dann behalte ich die Codes. Aber das weiß ich noch nicht. Ich hoffe einfach mal, dass ihr vielleicht Lust habt, am Gewinnspiel teilzunehmen, das Spiel zu spielen und gratis Loot abzugreifen. Vielleicht findet ihr ja auch jemand anders, der sagt, hey, ich kenne da jemanden, der spielt das Spiel. Vielleicht hat der ja Lust, beim Gewinnspiel teilzunehmen. Grundsätzlich finde ich das Spiel eigentlich ganz cool. So, jetzt habe ich genug gelabert. Wir fangen jetzt mal mit dem Tutorial an, weil dann habe ich nämlich erst meine User-ID, die ihr momentan jetzt hier oben rechts seht. Das ist nicht meine richtige, glaube ich. Denke ich. Ich bin auf jeden Fall eingeloggt mit meinem Spielercharakter. Und das ist jetzt, ich wiederhole mich gerade, das Tutorial, wie man das Ganze spielt. Jedes Farm-Spiel ist eigentlich gleich aufgebaut. Man sät etwas aus und erntet etwas.
und verkauft Dinge. So. Ja, die gute Dame hier hat uns jetzt erstmal aufgetragen, Weizen zu ernten. Dazu sollen wir auf das Erntezeichen gehen, was man hier sieht. Ich habe keine Ahnung, wie groß die Maus beim Aufnahmeprogramm ist. Prima. So, jetzt sollen wir neues Weizen anpflanzen. Mega spektakulär. Wie gesagt, das ist. Ich soll jetzt wahrscheinlich alle Felder belegen, ne? Ja, genau. Ach da, okay. So, um Taler zu verdienen, liefern wir unsere Waren an Kunden aus. Ja, das sollte man tun in einem Farmhandel. So, der hier möchte vier Weizen. Ne, Moment. Der möchte ein Weizen und wir haben vier Weizen. So liest man das. Okay. Der Kunde möchte ein Weizen, tippe auf den Lastwagen, um die Bestellung abzuschließen. So, Dekorationsgegenstände sind nicht nur wunderschön, sondern auch wichtig, da sie dich von Zeit zu Zeit mit nötigen Werkzeugen versorgen. Ja, genau. Geh zum Einkaufen in den Shop. Ja, wie gesagt, die Grundlagen sind eigentlich bekannt. Davon soll ich jetzt einmal kaufen, vermute ich. Und dann platzieren wir sie dann auch. Wo platzieren wir sie denn? Ah, wir platzieren sie hier mal hin. Ist ja eigentlich egal. So, ein neuer. Ja, oh Gott, ich kann heute nicht mehr lesen. Je neuer ein Dekoartikel ist, desto häufiger erhältst du Werkzeug von ihnen. Werkzeug brauchst du, um Gebäude auszubauen oder deine Farm zu vergrößern. Okay. Das blaue Einsammelzeichen zeigt dir an, dass du Werkzeug einsammeln kannst. Tippe es an. Okay, damit sind wir auch schon Level 2. Privat kann ich ja schon mal verraten, habe ich bis Level 12 gespielt und dann. Habe ich die Lust verloren? Nein, ich glaube, ich habe einfach, wie soll ich sagen, was anderes gespielt. Also das Spiel grundsätzlich hat schon Spaß gemacht, aber ich habe irgendwann dann wieder was anderes gespielt. So, ja, super. Du kriegst mit jedem Level ab, kriegt man auch diese Diamanten, glaube ich, hoffe ich. Mal gucken. So, jetzt sollen wir die Bäckerei bauen. Okay. Ich habe ja immer so einen Tick, ich muss ja, wenn ich neue Sachen irgendwo im Shop habe, da hat man ja immer so eine tolle Ze Anzeige, dann muss ich das, jetzt kann ich es natürlich nicht machen, weil das Tutorial sagt, du darfst das nicht, muss ich das immer anklicken, damit die Zahl weg ist. Es ist eine total komische Macke, oder? Das geht mir übrigens nicht nur bei diesem Spiel so, das geht mir bei allen Sachen so. Auch bei Facebook zum Beispiel. So. Per Drag and Drop können wir dieses schöne Gebäude einfach dahin ziehen, wo es hin soll. So, und jetzt sollen wir Brot backen, wa? Besucher stellen die Aufgaben, die du erledigen kannst. Dafür erhältst du dann tolle Belohnungen. Ja. Tue ich ja. Passiert jetzt nichts. Ach so, die. Ach da. Kaufe folgenden Dekoartikel und stelle ihn auf der Farm auf. Okay. Dekoration, eine Bank, kaufen. Kann ich das auch noch drehen? Ja. Ich hätte es ja gerne woanders hingestellt. Machen wir mal hier. Wenn du eine Aufgabe erledigt hast, erscheint über dem Besucher ein Ausrufezeichen. Okay. Alles klar. Wähle den nächsten Besucher. Ja, das ist so grundsätzlich das Aufgabengebiet, was wir haben. Wir haben Besucher, die hier rumtingeln. Wir haben den Lastwagen, der Aufgaben, der Lieferaufträge hat und damit verbrauchen wir unseren Kram. So. So, jetzt zeigt sie uns, wie man Gebäude ausbaut. Dafür braucht man halt dieses Werkzeug. So, wir brauchen 10 Nägel, 5 Schrauben. Und 500 Münzen. Okay. Beliefere Kunden und erledige Aufgaben. So wirst du schnell vorankommen und kannst ab Level 8 die Küche bauen und ab Level 11 sogar Tiere halten. Viel Spaß beim Spielen. So, wenn ich jetzt nicht richtig, also wenn ich mich jetzt nicht verhört habe, ist das Tutorial jetzt abgeschlossen? So, hier oben blinkt schon mal was.
Freundebelohnung. Je mehr Herzen du gesammelt hast, desto mehr Karten kannst du kostenlos umdrehen. Herzen erhältst du, wenn du deinen Freunden hilfst. Ja, wir haben noch keine Freunde. An dieser Stelle übrigens, braucht ihr meine User-ID, die ich definitiv dann noch. Hallo? Oder der nervt ja voll rum. So, Dankeschön, dass ich jetzt reden darf. Ihr dürft mich, falls ihr das Spiel spielt, könnt ihr mich hier gerne adden. Ich sage aber im Voraus, dass ich nicht ewig das Spiel spielen werde, weil das halt ein gewisser Zeitfaktor voraussetzt, den ich wahrscheinlich nicht bedienen kann. Deswegen, das will ich als Voraussetzung packen. Ich könnte regelmäßig spielen, aber ich weiß es noch nicht. Für das Let's Play werde ich auf jeden Fall aktiv sein. Das ist Fakt. Ja, jetzt gucken wir erstmal, was diese Freundesbelohnung hier ist, oder? So. Je mehr Herzen du gesammelt hast, desto mehr Karten kannst du kostenlos umdrehen. Je Herzen erhältst du, wenn du deinen Freunden hilfst. Und woran erkenne ich jetzt, wie viele Herzen ich habe? Drei? Oder wie viele Herzen habe ich? Also hier sieht man auf jeden Fall, was drin sein kann. Es können zwei Diamanten dazwischen sein, die man wahrscheinlich ziemlich selten kriegt. Aha. Okay, also habe ich das wirklich richtig gelesen. Ich habe hier aktuell drei Herzen, so wie das aussieht. Ja, und jetzt holen wir mal unsere Belohnung und haben schon wieder ein Level ab. Und so wie es aussieht, sogar zwei Level. Wir haben jetzt Level 3 gleich übersprungen. Okay. Dann haben wir hier noch ein Begrüßungsgeschenk. Und natürlich, jedes Farmspiel, was kostenlos ist, macht auch Werbung. Ich denke fast, dass ich diese Diamanten bekommen werde, die man regulär kaufen muss für echt Geld. Das kann ja natürlich sehr das Spieler für sich selbst entscheiden, ob er das macht. Ich persönlich gebe meistens eigentlich kein Geld für solche Spiele aus. Da bin ich ganz ehrlich, das finde ich jetzt auch nicht schlimm, weil damit müssen die Entwickler rechnen. So. Aber man kriegt Belohnung dafür, wenn man das tut. So, wir sammeln erstmal wieder. Wir haben schon wieder ein Level Up. Das geht wirklich Schlag auf Schlag hier am Anfang. Und wie ich das sehe, kriegt man hier auch relativ angenehm Diamanten. Aber das wird sich irgendwann natürlich im Laufe der Zeit ändern, dass wir nicht so oft aufsteigen. Es bietet sich aber auch an. Jetzt haben wir eine Errungenschaft, also einen Erfolg. Okay. Das wird sich wahrscheinlich mit der Zeit irgendwann regulieren. Und ja. Jetzt haben wir hier noch diese Zeitung, die gucken wir uns mal an. Herbstgildenwettbewerb. Ja, in My Free Farm gibt es auch Gilden. Da weiß ich auch noch nicht, ob ich daran teilnehme. Und ich kriege hier irgendwie 10 Münzen. Ich weiß gar nicht wofür. Aha, okay, ich hätte das vielleicht nochmal lesen sollen. Kann ich mir das auch angucken? Ja, sehr schön. Ich kann jetzt einen Tanzzapfen gewinnen, indem ich am Herbstgildenwettbewerb teilnehme. Dieser läuft bis 22. Oktober. Das ist also in 7 Tagen, wenn ich das hier aufgenommen habe. Wenn ich das hier aufnehme, ist das in 7 Tagen so rum. Alle Gilden, die mindestens 2500 Kartoffeln-Omelettes einwerfen, bekommen eine Statue. Okay. Ab sofort gibt es beim Kauf von 100 Dias eine von zwei umwerfenden Dekorationen als Bonusgeschenk. Gratis dazu. Kräuter. Spirale oder Schafstatue. Okay. Da würde ich ja fast die Kräuterspirale nehmen. Wenn ich aussuchen dürfte. Ich finde das Schaf, naja. Okay, man kriegt also für jeden Zeitungsartikel, den man hier aufschlägt, 10 Münzen. Das ist ja schon mal interessant. Und hier kann man jetzt, das kenne ich noch gar nicht, dieses Pony-System und so weiter. Also, das ist für mich auch blind. Es gibt hier also auch Tiere, die man halten kann. Das wusste ich, aber dieses Pony-System ist, glaube ich, erst vor einigen Monaten. Ich weiß gar nicht, wie lange das schon im Spiel implementiert ist. Implementiert? Ach, keine Ahnung. Das mit dem Deutsch lasse ich heute besser. So. So, jetzt blinkt die Dame hier oben so schön. Wir haben hier noch Quest-Aufgaben. Ich muss jetzt auch ein bisschen auf die Aufnahmezeit gucken, dass ich jetzt nicht zu weit vorausschaue.
Und ich weiß immer noch nicht, da oben ist immer noch nicht die richtige User-ID. Ich weiß nicht, ob sich das ändert, wenn ich das Spiel neu lade. Was ich jetzt aber nicht in der Aufnahme machen möchte. So, produziere 2 Kartoffelbrote. Ja, das kriegen wir doch hin. Was ist denn hier? Kann man das irgendwie sehen, was das ist? Nee, wieso kann ich das nicht sehen? Das ist ja doof. Ich würde mir gern anschauen, was das ist, bevor ich es produziere. Ach, das ist ja doof. Jetzt habe ich es produziert. Oder auch nicht. Naja, gut. Wir können ja, glaube ich, noch mal ein bisschen Weizen anpflanzen, bevor wir das Ganze hier. Wie lange geht das? Wie lange dauert das? 1 Minute, okay. Bevor wir das Ganze hier dann wahrscheinlich gleich beenden werden. Fürs Erste. Aber wieso kann ich nicht sehen, was das für Sachen sind? Müsste doch eigentlich, wenn ich mal mit der Maus drüber gehe, angezeigt werden. Das ist ja doof. Warte mal, da wurde doch gerade was angezeigt. Nee, was ich dafür brauche, wird angezeigt, wenn ich gedrückt halte. Das ist ein kleines Manko, finde ich. Ich weiß jetzt nicht, was hier ein Kartoffelbrot ist auf Anhieb. Ich würde jetzt raten, dass es das ist. Weil das hier das Bauernbrot ist. Aber ich weiß doch nicht aus dem Kopf, was ist. Wieso habe ich hier eigentlich einen Gastnamen? Eigentlich habe ich keinen Gastnamen. Ich habe mich eigentlich angemeldet. Das liegt wirklich am Tutorial. Das hat sie mir auch gesagt. Das heißt, ich denke mal, ich habe das Tutorial jetzt hoffentlich abgeschlossen. Dann würde ich sagen. Das nervt übrigens, dass das hier die ganze Zeit wackelt. Ich denke immer, das ist irgendwas Neues. Dann würde ich fast sagen, das Video ist nicht allzu lang, aber das ist ja eigentlich auch nur die Einführung vom Spiel gewesen. Das waren jetzt erstmal die ersten 5 Level schon. Ich denke, dass dieses neue Video, also dieses Projekt erscheint einmal in der Woche, maximal. Ich werde mir dafür auch noch keinen festen Tag aussuchen. Ich muss sehen, ob ich das Video bis Freitag hochgeladen kriege. Ansonsten wird es spätestens am Sonntag hoffentlich online sein, weil ich es mir diese Woche auf jeden Fall vorgenommen habe, hochzuladen. Ja, falls ihr, wie gesagt, jemanden kennt, der My Free Farm spielt, wenn ihr selber es nicht spielt, und der Interesse hat an einem Gewinnspiel zu diesem Spiel, dann könnt ihr ihm das gerne weiterempfehlen. Dieses Gewinnspiel wird definitiv bis zum 31. Oktober sein. Dann werde ich jemanden auslosen. Wenn ihr daran teilnehmen wollt, könnt ihr das gerne in den Kommentaren mit "Ich möchte am Gewinnspiel teilnehmen". Ich wünsche euch an dieser Stelle ein wunderschönes Wochenende, eine wunderschöne Restwoche, je nachdem, wann ihr dieses Video schaut. Alle Infos findet ihr, wie gesagt, auch unten in der Infobox. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr gern beim nächsten Mal wieder einschalten. Also, bis zum nächsten Mal.